Schönen guten Tag zusammen, euer Serge Menga Tsibou. Grüße aus der Demokratischen Republik Kongo. Wisst ihr, wenn in ein Entwicklungsland oder wie man in Deutschland so gerne Schwellenland sagt, Kriminalität stattfindet, dann kann man das irgendwo noch verstehen. Die Regierung kämpft für Sicherheit, für den Aufbau, Stabilität im Finanzsektor, Jobs für seine Bevölkerung und so weiter. Und ja, dann drehen Menschen auch mal durch. Ich will es nicht gutheißen. Aber in ein Schwellenland oder in Entwicklungsland könnte man das noch verstehen, dass manche Leute meinen, nicht durch harte Arbeit und Disziplin und sonst was ihren Brot zu verdienen, sondern durch Diebstahl und so weiter. Das gibt es in jedem Land. Das ist nicht nur in Afrika so. Jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Welche Gründe gibt es denn in Deutschland für Ausländer? Wichtig für Ausländer. Es geht jetzt um Ausländer in Deutschland, zu dem ich auch gehöre. Welche Gründe gibt es für uns, die Kriminalstatistiken 2023 auf 41%, die auf Ausländer zurückzuführen sind, mit 6 Millionen Straftaten? Welche Begründung gibt es dafür? Dass wir nicht alle Engel sind, das ist klar. Das weiß jeder Depp, das war sogar mein jüngster Sohn. Aber 41%, so hoch wie in den letzten 8 Jahren in Deutschland nicht mehr. 41% zurückzuführen auf sogenannte Ausländer, zu dem ich auch gehöre. Bevor einer sagt, da redet ein Rassist oder sonst was, schaut euch erstmal dieses Video an und wer vor euch steht und zu euch spricht. Die Integration, die Bundesregierung sich so gerne wünscht, ist gescheitert. Man hat es verpasst, sich Beispiele von anderen Ländern zu nehmen, die knallhart sind, was ihre Einreise angeht und die genau beäugt, wer in ihren Ländern einreisen möchte. Ich wurde oft genug diffamiert für meine Denkweise. Man hat mir oft genug nachgesagt, ich würde doch Schäferhunde streicheln, ich wäre doch ein Onkel Tom. Und ich sende immer wieder und immer wieder dieselbe Botschaft, weil zig Leute da draußen scheinen es nicht verstanden zu haben. Ich will nicht irgendwelche Ausländer draußen Unrecht tun. Nochmal, ich bin selbst Afrodeutscher, ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, man sieht es mir an. Aber die Straftaten, die dort aufgestellt werden, die habe ich in meinen über 30 Jahren in Deutschland nie begangen. Und wir kamen aus einem Schwellenland als Flüchtlinge nach Deutschland. Dieses Video soll Folgendes euch deutlich machen: Erziehung fängt zu Hause an. Unsere Jugend geht vor die Hunde. Die Kriminalstatistik, was die Jugend angeht, ist auch katastrophal geworden. Warum? Der Jugend fehlt es an Vorbildern. Wenn uns schon als erwachsene Menschen, ich bin heute 47, und ich wirklich schaue, was in der politischen Landschaft als Vorbilder vorhanden ist, die muss man echt suchen. Wie die Nadel im Heuhaufen. Es ist Zeit, ernsthaft, im positiven Sinne, dass wirklich der Hebel umgekippt wird. Weit weg von Träumereien, sondern Realpolitik betreiben. Und das ist für uns Migranten, Ausländer, die in Deutschland leben, genauso existenziell wichtig, Entschuldigung, dass es dringend stattfindet, weil es betrifft uns alle. Ernsthaft. Lasst also die dämliche Rassismuskeule zu Hause. Lass dieses Ich bin schwarz-weiß, gelb-grün mal zu Hause und betrachten wir doch einfach die Fakten. Erziehung fängt zu Hause an. Gastfreundlichkeit ist nicht bei jedem angebracht. Man muss da genauer hinschauen, man muss Sachen ändern, man muss Sachen umsetzen.
Und nicht erst dann, wenn irgendwelche Wahlen anstehen, wow, Versprechungen und. Dann wird die blaue Partei, die das schon lange anprangert, dann total kritisiert. Aber mittlerweile spricht die CDU, SPD, Linke, ja, die Grüne kommt auch so langsam dahinter, dass die recht hatten. Nicht jeder, der vor deiner Tür steht, ist ein Freund und tut deinem Land gut. Mann, Leute, werdet doch mal wach. Und jetzt sind die Zeitungen voll davon. Ausländer, höchste Kriminalität, Ausländer, wow. Taucht doch mal in meiner Person hinein und bewegt euch doch mal in Deutschland. Wisst ihr, was das mit uns macht? Als Afrikaner, als Türke, als Libaneser, als Syrer oder wie auch immer, die wirklich hierher gekommen sind nach Deutschland, also nicht Kongo, ich bin gerade im Kongo, sondern nach Deutschland. Und fliehen mussten, sagen, boah, oder Palästinenser, die unter uns leben, die sagen, verdammte Scheiße, der dumme Krieg Israel und Palästina, unsere Leute sterben dort. Gott sei Dank sind wir in Deutschland und können von hier aus eventuell was bewirken. Bei solchen Statistiken tut ihr uns Unrecht. Die Täter tun uns Unrecht. Und die Politik tut uns auch Unrecht, weil die nicht bereit sind, knallhart Gesetze, die vorhanden sind, gegen Kriminalität umzusetzen. Bla bla bla, der konnte nicht verurteilt werden wegen dem. Bla bla bla, das ging nicht. Bla bla bla, nicht zurechnungsfähig. Wow. Kriminalität gibt es überall, ja. Aber das, was in Deutschland aktuell stattfindet oder in ganz Europa, das ist doch gewollt, aber sowas von gewollt. Und die treten die Gesetzgebung mit Füßen, die scheißen drauf. Macht eure Hausaufgaben, bevor wir wieder wie damals in Solingen irgendwelche Häuser am Brennen haben, weil irgendwelche Rechtsradikale meinen, jetzt erst recht. Das wollen wir in Deutschland nicht. Wir wollen keine schwarzen Stiefel mit weißen Schnürsenkel sehen, die jetzt überall wie die Pilze aus dem Boden stampfen. Das will keiner von uns. Wir leben in Deutschland, weil wir Deutschland zu schätzen wissen, weil wir Deutschland seine Mentalität und Kultur lieben gelernt haben und uns sogar in Deutschland eingeheiratet haben, Kinder haben. Immer wieder dieselbe Botschaft, die ich schicke und denen das wirklich zu den Ohren rausspringt. Schaltet doch einfach weiter. Aber meine Mission ist Integration, Migration, Fluchtursachenbekämpfung. Und mit Stolz und mit dem Herz der deutschen Fahne meine Treue zu schwören. Natürlich auch der kongolesischen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein und es kann und wird nie sein dürfen, dass wir in unserem sogenannten Gastland, in dem wir mittlerweile uns integriert haben, die Nationalität angenommen haben, Menschen mittlerweile, wenn die uns anschauen, weil ja nicht steht, ich habe eine Deutschtüte und ich habe einen Abschluss in Deutschland, die Schnauze voll haben von uns Ausländern. Denn es gibt viele Gute unter uns. Aber diese 41%, die da auftauchen, die gehören nicht zu denen, die Deutschland lieben. Ich will mit diesem Video niemandem Unrecht tun. Aber wisst ihr, diese Debatte ist medial so groß, wo ich mir auch manchmal denke, wo will die Bundesregierung mit uns hin? Euer Serge Mengazibu. Es geht hier nicht um Aufrufzahlen. Ich bin der bekannteste politische Aktivist aus der Demokratischen Republik Kongo in ganz Deutschland. Es ging mir nicht um Klickzahlen. Ich habe Millionen Ohren schon erreicht. Es geht mir um meine Mission, das Zusammenleben aufrechterhalten im positiven Sinne. Denn wenn die Kacke irgendwann mal wirklich am Dampfen ist, dann haben wir alle ein Problem. Aber wirklich alle. Danke.